Söderla, hi Leute und willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales. Wir haben letztes Mal einen Haufen Gold gemacht und das, würde ich sagen, komplett verdient. Also ich meine, ne, wer so gut an dem Glücksrad dreht, der hat es schon verdient, dass das klappt. So, jetzt müssen wir aber irgendwie den Typen fangen, den Rattenkönig noch mit. Da habe ich noch gar keinen Plan dazu. Klebern zu kleben, nein. Wenn ich ihm den Zaubertrick vorführe, wie ich schrumpfe, ob er mich dann als Magier durchgehen lässt? Eine Tasche. Sie gehört Herrn Schildträger. Darin liegt der Rest seines Riesensandwiches. Ah. Eine Tasche. Okay. Ich hätte gern dein Riesensandwich. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon. Was willst du? Meister Markus hat gesagt, ich könnte Magier werden. Laut Meister Markus habe ich durchaus das Zeug dazu, ein Diplom-Magier zu werden. Markus unterrichtet wieder? Ja, und er will mich als Schüler. Das kann ich mir vorstellen. Und was will er dafür? Ich muss nur einen Zauberstab und eine Magierrobe mitbringen. Und sonst? Naja, und ein Haufen Gold. Da haben wir's. Er will dich doch nur ausnehmen. Glaub mir, du kannst kein Diplom-Magier werden. Wirf dein Geld nicht zum Fenster raus. Sie werden es schon sehen. Ich besorge mir mein Magier-Diplom. Ja. Sie werden schon sehen. Da bin ich aber gespannt. Arschlauch. Was? Wo? Hab ich das Wort gesagt? Na, wird das wohl so sein? Irgendwo dort in der Kanalisation hat der König der Diebe sein Reich. Aber ich bin viel zu groß, um durch das Loch zu passen. Also schön. Dann saufen wir nochmal einen Schluck. Ich bin beinahe klein genug, um in die Kanalisation... Aber eben noch nicht ganz. Hat noch keinen einer Zweck. Geht nicht. Kann ich jetzt? Kann ich da irgendwas? Nein, kleben kann ich auch nicht. Schauen wir mal, ob wir vielleicht noch hier irgendwas abgreifen können, was ich übersehen habe letztes Mal. Also vorletztes Mal oder keine Ahnung, irgendwann mal. Und dann nicht. Gehen wir mal in den Serverraum. Okay, Server ist abgestürzt. Hey, jetzt können wir das Zinnenfässchen nehmen. Kein Dämon, keine Gefahr. Sehr gut. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht, aber ich hab's schon mal. Kann ich Liebesbrief schreiben an irgendwen? Sonst sehe ich hier nichts. Dann Abflug. Ich schaue mal, was wir damit machen können. Jetzt können wir die Kanalisation spielen. Tja. Hallo, Herr Krämer. Ach, du. Warum ist diese Ratte noch am Leben? Ich... Also schön. Ich bin zu groß. Ich habe versucht, in die Kanalisation zu kommen, aber ich bin zu groß. Das hast du bestimmt noch nicht oft sagen müssen, oder? Boah, das war gemein, das hat er mich gefragt. Ich hätte da was für dich. Das ist ein Schrumpfring. Er lässt seinen Träger schrumpfen. Das könnte helfen. Danke. Wie danke? Erstmal bezahlen. Ach, kommen Sie schon, bitte. Ohne den Ring kann ich den König der Diebe nicht zur Strecke bringen. Behalten Sie ruhig den Ring. Ich kann ja nach einer anderen Möglichkeit suchen, in die Kanalisation zu kommen. In den nächsten Tagen oder Wochen wird mir schon etwas einfallen. Und bis dahin werden Sie mit dem König der Diebe schon klarkommen, oder? Also schön. Hier. Aber jetzt erledige den Nager. Sehr gut. Ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Wenn's sein muss. Streife den Ring. Mal voll, sehen, ob er funktioniert. Sieht voll gruselig aus. Das ist ja eh... Aber immerhin bin ich geschrumpft. Ja. Erzählt er noch was? Ah. Es muss wohl sein. Ja.
Komm, drüber damit. Also natürlich. Schön. Und noch einen Schluck hinterher. Prost. Jetzt sind wir mini klein. Hoffentlich wachse ich nicht, solange ich in der Kanalisation bin. Also los. Ansonsten haben wir kein Problem im König. Der Geruch ist nicht gerade anregend. Ich frage mich, wo diese... Bis hierher und nicht weiter. Wer bist du? Und was willst du? Oh, hola. Ich bin der mächtige Magier Wilbur Wetterquarz. Mein Name ist Wilbur Wetterquarz. Ich bin ein mächtiger Magier. Bald. Na schön, Wilbur. Und wie kann ich dir helfen? Ich hätte D'Artagnan nehmen sollen. Ich habe einen Auftrag. Ich soll sie unschädlich machen. Ich habe sie draußen beim Stand des Krämers gesehen. Ich habe gesehen, wie sie dem Krämer draußen entkommen sind. Das war sehr beeindruckend. Danke. Ich glaube allerdings, der Krämer sieht das anders. Mir kamen sie vor wie ein echter Held. Dabei sind sie nichts weiter als ein Dieb. Das ist unbestreitbar. Ich habe den Krämer bestohlen, schon viele Male. Und ich werde es wieder tun. Immerhin, ist er ehrlich. Warum tun sie das? Warum stehlen sie? Vielleicht bin ich einfach raffgierig. Sieh dich um. Ich liebe den Luxus. Das sieht man. Das glaube ich nicht. Wenn ich dir sage, dass ich für meine Familie und meine Freunde sorgen muss, dass für uns Ratten nicht genug Nahrung übrig ist, seit die Bewohner geflohen sind, würde das etwas ändern? Nein. Dann wäre ich immer noch ein Dieb. Aber ein sympathischerer. Könnte ich irgendwie anders an Nahrung kommen? Aber müssen Sie denn stehlen? Können Sie nicht irgendwie anders an Nahrung kommen? Wie denn? Sollen wir hier unten Getreide anbauen und dann Brot backen? Wir sind Ratten. Wir haben nicht mal vernünftige Daumen. Oh. Ihr könntet raus aus der Stadt. Im Wald und auf den Feldern wächst genug Essbares. Ich würde ja gehen. Aber wie soll ich die anderen dorthin bringen? Einige sind so schwach, dass sie schon auf allen Vieren laufen. Oh. Ich kann niemanden zurücklassen. Das ist natürlich schlimm. Wer außer Ihnen lebt denn sonst noch hier unten? Oh, jede Menge interessanter Leute. Meine Familie und auch die anderen übrig gebliebenen Rattenfamilien natürlich. Erst kürzlich ist Onkel Alfredo zu uns gestoßen. Er hatte vorher ein gutes Leben in einer Zwergenbastion. Doch dann ist ein wild gewordener Roboter auf ihn losgegangen. Oh, wie schrecklich. Ja. Der Arme wacht immer noch schreiend aus dem Schlaf auf. Hm? Außer uns Ratten gibt es noch einige Schleimmonster, Riesenspinnen und ein paar Skelette und den ganzen Kram, den junge Abenteurer in der Kanalisation erwartet. Kommen viele Leute hier runter zu Ihnen? In letzter Zeit nicht mehr. Früher, als oben in der Stadt noch etwas los war. Da kamen ständig irgendwelche Abenteurer mit den seltsamsten Aufgaben hier runter. Es war fast, als stünde oben jemand, der die Neuankömmlinge reihenweise nach unten in die Kanalisation geschickt hat. Verrückt. Ja, wer macht denn sowas? Ich habe einen Auftrag, Vom Krämer bekommen. Ich soll sie unschädlich machen. Ja? Was gibt dir der alte Geizkraken dafür? Nun... Ich darf mir dafür drei Sachen aus seinem Angebot aussuchen. Das heißt, du jagst mich aus persönlicher Gewinnsucht? Du bist ein Kopfgeldjäger, Wilbur Wetterquarz. Nein. Ich bin auf wichtiger Mission unterwegs. Und dafür brauche ich Hilfe vom Krämer. Du solltest dir deine Freunde besser auswählen, Wilbur. Ich werde mich zumindest nicht gefangen nehmen lassen, nur damit der Krämer seine Rache hat. Ich brauche dringend ihre Maske. Aber ich muss dem Krämer ihre Maske bringen. Ohne die Maske wird er mir nicht helfen. Und dann werde ich nicht in der Zaubererschule aufgenommen. Und dann werde ich kein mächtiger Magier. Und dann kann ich nicht zum Erzmagier. Und dann kann ich ihm den Ring nicht geben und habe versagt. Ziemlich kompliziert, oder? Sie müssten mal meinen Questlog sehen. Auf jeden Fall soll ich sie ausschalten und dem Krämer ihre Maske geben. Willst du mich denn töten? Nein. Könntest du mich denn töten? Ja. Wohl auch nicht. Dann solltest du dir etwas anderes einfallen lassen. Wenn ich euch genug zu essen besorge, und dann. Ne? Das ist ein ganz Aber wenn ich euch Erzählstil. Genug Nahrung besorge, sodass ihr euch einmal richtig satt essen könnt, könntet ihr dann nicht alle die Stadt verlassen? Sicher, aber wo willst du so viel Essen finden?
Willst du es stehlen? Ein guter Plan. Ist es denn Diebstahl, wenn man für eine hungernde Rattenfamilie etwas Brot nimmt? Ja, allerdings würden wir dir das niemals vergessen. Wir Ratten können helfen, weißt du? Wie könnt ihr mir helfen? Wenn du Zauberer werden willst, hast du noch eine Menge Arbeit vor dir. Und du würdest dich wundern, was man hier in der Kanalisation alles finden kann. Skelette, wir können dir vieles besorgen, was du sonst nirgendwo findest. Würdet ihr das tun? Na klar, das ist der Deal. Du besorgst uns etwas Essbares, nicht zu knapp. Und dafür helfen wir dir, Magier zu werden. Ich bräuchte aber trotzdem noch Ihre Maske. Na gut, wenn es sein muss, werde ich dir auch meine Maske geben. Aber erstmal musst du uns die versprochene Nahrung bringen. Alles klar. Kein Problem, hoffe ich. Okay, ich muss mal wieder raus an die frische Luft. Willst du einen neuen Schlachtplan entwerfen? Nein. Wir Gnome leben zwar auch unter der Erde, aber das hier wäre nichts für mich. Irgendwo da hinten werden die anderen Ratten sein. Einsam und hungrig. Oh. So, der König der Diebe. Der ist schon voll der Gangster irgendwie. So, ich behaupte mal, wir müssen jetzt versuchen, ihm das Riesensandwich zu stehlen. Und dafür brauchen wir natürlich ein Tintenfässchen. Ich kann jetzt jederzeit was schreiben. Nur was? Und worauf? Die Karte. Das heißt, ich brauche noch irgendwoher Papier. Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Dann muss ich ihn wohl irgendwie ablenken. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Gairon. Was willst du? Ob ich eine Gesprächsoption habe, um ihn... Herr Schildträger, würden Sie mir vielleicht ein wenig von Ihrem Riesensandwich abgeben? Niemals. Nee. Ganz sicher nicht? Ja. Warum sollte ich? Der Tag ist noch lang. Und ich will auch in meiner nächsten Pause noch etwas zu futtern haben. Wie wäre es mit einem Und wie wäre es, Sandwich? Wenn wir um das Sandwich in einem spannenden Spiel gegeneinander antreten? Was für ein Spiel? Sie nennen mir eine Zahl zwischen 1 und 100. Und wenn Sie daneben liegen, bekomme ich das Sandwich. Und was bekomme ich, wenn ich richtig liege? Vielleicht Sandwiches? Zwei Sandwiches? Oder drei? Nee, so viel Hunger habe ich nicht. Und ehrlich gesagt finde ich auch dein Spiel ziemlich blöde. Dann schlagen Sie doch ein besseres vor. Da gibt es nur eins. Ein Duell. Auf Leben und Tod. Es ist ja nur ein Sandwich. Ein Kartenspiel? Natürlich. Was dachtest du denn? Und wenn ich gewinne, bekomme ich das Sandwich? Klar, warum nicht? Ich habe noch nie verloren. Ich bin der ungeschlagene Seefels-Champion aller Klassen und aller Zeiten. Ich glaube, es kommt ein Minispiel. Wie funktioniert denn das Spiel? Wie funktioniert dieses Spiel? Mal. Du kennst Master of Dragonslayers Defender nicht? Nein. Nicht so richtig. Na gut, ich zeig's dir. Wir haben beide einen Haufen Karten. Aus deinem Haufen wählst du dir 10 Karten aus. Das ist dein Deck. Dabei ist zu beachten, dass du 3 rote, 4 gelbe und 2 grüne... Außer natürlich, du hast eine Spezialisierung auf Stangenwaffen und du... Noch später. Aber nur, wenn deine Magie lichtbasiert ist. Bei Feuermagie oder Erdmagie ist... Und das sind in etwa die Grundlagen. Alles verstanden? Ja, ja, ist ja voll einfach. Aber es scheint, als hätte man überhaupt keine Chance zu gewinnen, wenn man nicht sehr gute Karten hat. Das ist kein Problem. Ich habe sehr gute. Also, wollen wir eine Partie spielen? Also schön, spielen wir eine Runde. Aber ich habe keine Karten. Ich weiß. Ich leihe dir welche. Natürlich kann ich dir unmöglich gute Karten geben. Die sind viel zu wertvoll. Ich befürchte, du musst dich mit weniger guten Karten zufrieden geben. Also gut, los geht's. Und dann spielen wir. Booyah! Ich bin der ungeschlagene Champion! Ja! Ja! Wie er abgeht. Ich könnte ihn schlagen. Es liegt an meinen Karten. Mit denen habe ich keine Chance.
Okay, ich besorge mal mein Magier-Diplom. Da bin ich aber. Ja, das dachte ich mir. So, Spielkarten. Ich habe schon einen Plan. Ich kann jetzt jederzeit... Ich würde gerne die Karten ummalen. Hallo? Was soll das? Kann ich die Karten irgendwie überkleben? Okay, vielleicht hallo, können wir Herr mit dem reden. Hallo, Gairon. Ich glaube, Sie gewinnen nur gegen mich, weil Ihre Karten viel besser sind als meine. Ja. Warum leihen Sie mir keine besseren? Damit es für mich schwieriger wird? Warum sollte ich? Wenn Sie nicht für faire Bedingungen sorgen wollen, mache ich es. Ich besorge mir jetzt bessere Karten. Viel Glück dabei. So, okay, jetzt besorgen wir uns bessere Karten. Ich mache mein Magier-Diplom, er lacht mich aus. So. Ich kann jetzt jederzeit was... Ja, ich würde gerne die Karten... Das sind die Karten, die Herr Schildträger mir gegeben. Das sind die Karten... Okay, vielleicht kann mir ja hier der Meister Markus oder so helfen. Der große Magier. Oder der Krämer, schauen wir mal. Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söldner. Hast du die Ratte? Ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ich muss warten. Wenn's sein. Ja, also du kannst meine Karten nicht, du kannst mir keine besseren Karten geben. Sind da vielleicht noch ein paar Karten drin? Ein alter Stoff-Teddy, ein aufgerissener Licht. Nein, okay. Schade. Meister Markus, ihr seid doch bestimmt ein Meister von Dragon Slayer, Dungeon Defender. Meister Markus? Ja. Kennen Sie zufällig das Spiel Master of Dragon Slayer's Defender? Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragon Slayer's Defender? Ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WoB kam. Ich hab aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke, ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Okay. Zeig's ihm. Okay. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Oh, eine Kartenhälfte nur. Ich kann jetzt jederzeit... Okay, das heißt, wir brauchen noch irgendwoher eine Kartenhälfte. So, schauen wir mal. Vielleicht können wir mit dem Krämer jetzt mit der Kartenhälfte... Was? Nein. Das sind die Karten. Hallo, Herr Schmidt. Hallo, Gairon. Lass uns noch eine Partie. Du wirst wohl gerne gedemütigt, oder? Also los. So, schauen wir mal. Wer ist der beste Spieler in dieser Stadt? Ich? Ja! Schildträger! Ja! Mit diesen... Tja, okay. Ich mache... Ja. Du kriegst niemals dein Diplom. Du bist voll scheiße. Okay. Wo kriege ich jetzt noch... Vielleicht... Vielleicht hat er noch bessere Karten. Sei gegrüßt, Schausteller. Ich habe leicht einen Überblick. Hallo. Ja, moin. Wilbur, was kann ich für dich tun? Ich gehe dann mal. Du kannst nicht zufällig... Ich habe gesehen, dass du wiederkommen willst. Du kannst nicht zufällig Karten reparieren. Okay.
kann er nicht. Nimm das Kaninchen. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Aber ich möchte dich flauschen. Keine Chance. Es lässt sich, ich meine... ganz doll lieb haben. Aber das ist irgendwie nicht so ganz die Lösung unseres Problems. Vielleicht hat der Krämer jetzt... Hallo, Herr Krämer. Ah, der Söhne. Ich denke, ich werde auch Zeit. Ich würde gerne Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Was denn? Haben Sie Spielkarten für Master of Dragon Slayers Ich würde gerne Karten von Master of Dragon Slayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Das ist genial. Bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder, da werde ich welche haben. Garantiert. Das glaube ich. Oh, das ist schlecht. Ich glaube, ich will doch, nichts kaufen. Vielleicht später. Tja, aber ich würde sagen... Ich muss weiter. Wenn's sein muss. Wir suchen nach der nächsten Hälfte der besten Karte der Welt. Beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Ciao.